Herzlich willkommen zum Vorbericht für das nächste Heimspiel gegen die SGV Freiberg am kommenden Samstag. Hallo Adrian, grüße dich, wir fangen wieder mit dir an. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Vergangene Woche haben wir gegen den FSV Frankfurt 3 Punkte einfahren können. Für mich ein verdienter Sieg. Wir sind, glaube ich, über die ganze Spielzeit wirklich dominant und stark aufgetreten. Was hat dir besonders bei den Jungs gefallen an dem Spiel? Was hat besonders gut geklappt? Ja, die Einstellung komplett an den ganzen Tag. Wahnsinnig viel investiert, haben es taktisch wirklich über weite Strecken überragend gemacht. Hinten raus in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen wilder, also wo Frankfurt dann auch Möglichkeiten gehabt hat, aber da gab es Möglichkeiten irgendwie drüben. Also auch wir haben noch super Möglichkeiten gehabt, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir gerade auch mal einen richtig starken Gegner damit zu haben. Das in der 93. Minute wert Christian Stark durch den Handelfmeter den Abstieg ab. Dadurch gehen wir die rote Laterne ab und stehen nicht mehr auf Platz 18, ein Stück hochgerutscht. Wie wichtig ist auch die Belohnung für die Spieler, dass man auch tabellarisch jetzt sieht, dass die Erfolge und die Mühe sich belohnt haben und das jetzt erkennen kann, auch in der Tabelle selbst. Ob das letzte oder vorletzte ist beides der gleiche Mist, wenn ich ehrlich bin. Für mich ist einfach wichtig, dass man eine klare Entwicklung in der Rückrunde erkennen kann, nicht nur ergebnistechnisch. Sondern auch eine sportliche Entwicklung erkennen kann. Und das freut mich einfach, dass viele Dinge abgerufen werden, die wir trainieren oder die wir halt auch intensiv ansprechen. Es ist immer noch nicht hundertprozentig und auch mit Sicherheit immer noch viel Luft nach oben, aber es ist halt schon gut, wenn die Jungs in der Umsetzung gut sind und vor allem auch gerade wieder an sich glauben. Ja, denn jetzt, wir haben jetzt von den letzten 5 Pflichtspielen 4 gewonnen. Ja, und da ist jetzt auch die Stimmung natürlich dementsprechend gut. Es gibt Selbstvertrauen, man hat eine breite Brust und mit dieser breiten Brust wollen wir dann auch Samstag in die Partie gehen. Nächster Gegner, wie gesagt, Freiberg. Die haben die Klassenerhalt schon geschafft. Für die geht es also um nichts mehr, was wird bestimmt dadurch nicht einfacher, oder? Ich glaube, rein technisch ist es noch nicht ganz durch, aber es sollte schon sehr, sehr viel passieren, dass das noch schief gehen würde, könnte wie auch immer. Es ist eine gute Mannschaft, die eine tolle Saison spielt, die als Aufsteiger viele Punkte geholt haben, die, wie du es auch sagst, relativ sicher stehen. Es ist eine spielstarke Mannschaft, eine Mannschaft mit einem wahnsinnigen Offensivdrang, mit guten Umschaltmomenten in der Offensive. Spieler, die wirklich kicken wollen, ja, so, die sich suchen, die kicken wollen. Also ähnlich auch, wie es letzte Woche bei Frankfurt der Fall gewesen ist. Und es wird auch wieder ein anstrengendes Spiel für uns werden, aber wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet. Wenn man in der letzten Woche die Medien geschaut hat, hat uns jeder schon abgeschrieben und mit dem Abstieg besiegelt. Das war nur eine Frage der Zeit am Wochenende. So stand es zumindest in den Medien. Die Mannschaft hat jetzt was anderes bewiesen. Wie gefällt dir dann die Stimmung und Moral, gerade im Team, genau das jetzt anders zu zeigen, und kann sowas gegen Freiberg weiterhelfen? Ja gut, ich kann jetzt nicht sagen, ob wir dafür eine Trotzreaktion gesorgt haben, weil ich mir sowas nicht durchlese. Ne? Also ich lese mir weder Social Media was durch, noch in der Presse was gut, durch. So manchmal. Ne? Dann treffe ich halt einfach absolut auf den Job. Für uns ist einfach wichtig, dass wir uns dann nochmal für diese ganze Arbeit belohnen, ja, für das, was die Jungs dann auch investieren, einfach auch merken, dass wenn sie diszipliniert aufspielen, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben jetzt noch 3 schwere Spiele, aber 3 Spiele, wo wir wirklich sehr motiviert sind, die dann auch für uns zu gestalten, und dann gucken wir einfach, was passiert. Natürlich müssen wir erstmal auf uns schauen, das sagst du schon, die letzten 3 Spiele unbedingt gewinnen. Ein Ausrutscher und die letzten Hoffnungen sind dann gestrichen. Schaust du dir trotzdem vielleicht die anderen Ergebnisse an? Freitagabend ist schon ein entscheidendes Spiel, oder spielt das erstmal für dich keine Rolle und du schaust wirklich nur auf uns oder ihr generell? Der Freitag ist interessant. Mhm. So, wenn ich da jetzt was anderes erzählen würde, dann wäre ich auch nicht dazu sitzen. Ne? Genau. Erstmal, weil es halt einfach auch unser nächster Gegner ist. Aber das Spiel ist natürlich deswegen auch wichtig, weil wir mit einem Sieg am Samstag, in der Hoffnung natürlich, dass wir den dann noch erringen können, den Abstand auf Aalen verkürzen können. Und dann haben wir ein sehr, sehr spannendes und sehr interessantes Spiel. Zumal es unser Wunsch ist, den vermeintlichen Abstieg dann wieder um eine Woche zu verzögern. Und das wollen wir jetzt so lange schaffen, wie es dann halt geht. Und wie gesagt, dann schauen wir am Ende, was da rauskommt. Sehr gut, vielen Dank, Adrian. Viel Erfolg am Samstag und wir sehen uns. Ja, jetzt begrüßen wir Marius Köhl zum Vorbericht. Hallo Marius, grüß dich, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kein Problem. Anfang der Saison bist du wegen der Verlängerung ja länger ausgefallen. Hast mittlerweile wettbewerbsübergreifend 26 Spiele mit über 1700 Minuten gespielt.
Wie fühlst du dich aktuell? Ist wahrscheinlich nach der Verletzungsphase eine gute Zeit, so viel Spielzeit jetzt zu kriegen? Ja, genau, ja. Also erstmal wieder generell, also es ist ja eigentlich das erste Jahr, dass ich jetzt mal so viel spiele, vor allem von Anfang an. Natürlich habe ich am Anfang die Verletzung ein bisschen rausgeworfen. Ich glaube, habe ich aber relativ gut zurückgekämpft. Aber bis jetzt, also natürlich merke ich das Ganze ein bisschen, wenn ich schon mal 90 Minuten auf dem Platz stehe, aber mit der richtigen Pflege und alles drum und dran, ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt wieder super. Klappt super, sind viele Vorlagen und Tore dabei. So gesagt, 19 Mal in der Startelf gestanden. 6 Tore und 4 Vorlagen stehen da in der Statistik drin. Gegen Frankfurt, die wurde, glaube ich, nicht gewertet. Ich habe es mir als Vorlage von dir gesehen. Aber ab und zu gibt es aber auch, glaube ich, von davor noch. Also ich habe auch mal geguckt, da schon. Ich glaube, also in der Regionalliga sind, glaube ich, 3 Tore, 4 Vorlagen und dann habe ich Pokal, glaube ich, auch so ungefähr. Genau. Ungefähr. Wie zufrieden bist du mit der Leistung? Der Chancenverwertung von dir persönlich? Ja, also könnte auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben gehen. Also ganz zufrieden bin ich aber mit mir selber nicht, aber ich glaube, das sollte man eigentlich auch einfach nie sein. So. Mhm. Wir haben noch 3 Spiele, in denen kann man viel rausfahren, da kann man auch noch viel für sich selber, auch vor allem jetzt für mich, Tore schießen. Das versuche ich natürlich so. Aber jetzt so mit der Chancenauswertung, also von der ganzen Saison über gesehen, bin ich ja nicht so ganz zufrieden. Kurz nach dem Einzug ins Pokalfinale perfekt gemacht gegen Bitburg. Ich glaube, war ein emotionales und kräftezehrendes Spiel. Genau. Generell im Pokal dabei, auch die davor. Was ist dir jetzt im Kopf geblieben von den letzten Pokalspielen und wie groß ist auch die Freude aufs Finale, auch wenn die Liga natürlich auch nicht abgeschlossen ist, um wieder auch noch was zu erledigen? Ja, dass man auf jeden Fall den Gegner niemals unterschätzen darf. Ich glaube, wir haben den Gegner zwar dort auch nicht unterschätzt, aber das war doch einfach, dass sie das auch einfach gut gemacht haben, die Gegner. Jetzt heißt es erstmal, am Samstag spielen wir hier gegen Freiberg und dann konzentrieren wir uns erstmal auf die Liga und wenn dann die Woche vor dem Pokal ist, konzentrieren wir uns auf den Pokal. Aber die Vorfreude ist eigentlich jetzt schon da auf dem Pokal. So, man, sowas kann man ja nicht jedes Jahr gewinnen, würde ich mal sagen. Ich werde keinen Bock auf den Finale. Genau. Die Situation der Liga ist allen bekannt. Man weiß noch gar nicht, wo es hinführt. Teilweise wurden wir schon echt von jedem abgeschrieben. Ja. Jetzt sind es noch 3 Spiele und letzte Woche haben wir uns in der letzten Minute wirklich da in der Liga noch gehalten, den Abstieg noch vermieden. Was ist dein persönliches Ziel und vielleicht was willst du noch erreichen in dieser Saison? Ja, also mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall, ja, also erstmal das Ziel ist, dass wir jetzt aus den 3 Spielen am besten einfach 9 Punkte holen. Dann so mein persönliches Ziel, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir alle 3 Spiele gewinnen, am besten mit so viel Toren, wie es in den 3 Spielen möglich ist. Und dann müssen wir jetzt schauen, das ist ja leider nicht mehr möglich aus eigener Hand, aber wie man sieht, gibt auch Mannschaften, die nicht so viel punkten. Und jetzt haben wir mal in der letzten Zeit ein bisschen gepunktet und schon sind wir eigentlich, ja, wir sind jetzt nicht nah dran, aber es ist immer noch möglich. Möglich ist es, ja. Im Gegensatz zu Trier, die jetzt dann schon zum Beispiel schon abgestiegen sind und eigentlich die ganze Zeit ja noch vor uns waren. Man dachte eigentlich, wir sind die ganze Zeit dann schon als erste Absteigermannschaft. Ist immer noch alles drin, wird schwer, aber der Hoffnung stirbt zuletzt. Das zeigt, dass ihr kämpft. Ich glaube, 3 Siege aus den letzten 4 Spielen. Genau. Ja, sagen einiges. Das muss man sagen. Danke dir für die Zeit. Viel Erfolg für die nächsten Spiele. Und Dankeschön. Auf eine gute restliche Saison. Löhr und Becker und FC Rot-Weiß Koblenz. Egal, ob auf der Straße oder auf dem Platz. Vollgas für die Region. Gemeinsam zum nächsten Heimspiel.